Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Child of Light. Ich habe mir das Spiel dieses Jahr beim Steam Summer Sale gekauft, da ich mich mal ein bisschen umgehört habe, was so, ja, welche Spiele relativ gut sind, und da ist mir das auch aufgefallen. Ist zwar nur ein 2D-Spiel, aber das muss ja nichts heißen. Und die Musik ist auf jeden Fall schon mal super, die gefällt mir. Es ist ein Jump'n'Run und es geht um die Aurora. Basierend auf Österreich im Jahre 1800 oder im 18. Jahrhundert. Bin mir gerade nicht genau sicher. Auf jeden Fall muss sie Sonne, Mond und Sterne zurückbringen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Let's Play. Und ich hoffe mal, es macht mir auch Spaß. Und ich würde sagen, wir starten hier mal. Drücken leer, okay. Mal ganz kurz hier. Ah ja, da wollte ich schauen. Helligkeit passt mir eigentlich so. Vollbild ist auch in Ordnung. Okay. Jetzt haben wir hier Kampftempo 3, Schwierigkeit normal würde ich auch lassen. Aber wir lassen einfach mal alles auf Standard, würde ich meinen. Und dann fangen wir mal. Ja, ich möchte die Geschichte und die Atmosphäre genießen. Das ist eigentlich mein Hauptziel, wenn ich spiele. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf, die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte, doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot, sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Wow, also das Gereime ist irgendwie... irgendwie mal eine andere Art, eine Geschichte zu erzählen, finde ich. Wo bin ich? Ich muss träumen. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir wissen es ja zurzeit noch nicht. Ho, hat sich auch gereimt. Entschuldigung. Ich liebe es einfach so sehr, wenn die Musik so perfekt passt irgendwie. Ich hoffe mal, das bleibt das gesamte Spiel über so. Das Mädchen und der Glühwurm. Okay, ja, wir können Vater. Okay, wo müssen wir hin? Ich nehme mal an, nach vorne, oder? Ah, so da kann man was machen. Rechts zum alten Kloster. Okay, ich komme hier nicht mehr rauf. Okay. Was ist da?
Okay. Ah, die Steuerung ist etwas ungewohnt, muss ich sagen. Hab Mut und trotzdem Grauen. Tja, wenn ich nur wüsste, wie. Nein, ernsthaft, wie komme ich darauf? Weil festhalten kann ich mich da ja nicht. Hä? Ah! Okay. Und hopp. Tschuck, tschuck, tschuck. Ah, jetzt sind wir da. Das ist rechts zum alten Kloster, ja. Dann passt das noch. Aus kalter Luft ist dieser Traum. Dunkle Geister schwirren von Baum zu Baum. Oh, da ist eine Spinne. Hallo. Okay, oh, schön. Nein, erwache, erwache. Albtraum, lass mich los. Ist das jetzt... Vater, wo bist du? Ist das jetzt ein Traum, oder? Mein Kummer ist gar so groß. Kann jemand mir geschwind darlegen, warum Wasser fließt ganz ohne Regen? Wer spricht? Ich, fort mit dem Tau von der Wange. Das steht euch nicht, entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen, jetzt wird mir bange. Mein Mahl war heute wohl zu schwer. Essen klingt gut, doch bin ich verwirrt. Kennt ihr vielleicht eine Aurora? Sicher, Herr, ich bin sie. Oh. Ein Herr, seid ihr nicht eine Signora? Oder ein Kind der hiesigen Flora? Hör auf mit deiner Narrte. Ich bin Aurora, sag ich dir. Oh, hab ich's doch gewusst. Also dann, folgt mir. Eine Dame wartet. Eine Seherin mit Haar lang wie ein Bach. Mit Haut aus Moos und leuchtendem Blick. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwach. Okay, dann folgen wir mal dem Glühwürmchen. Benutze... Ah! Okay. Mit linker Maustaste kann man da irgendwie leuchten. Und der verliert dann auch Energie. Aha. Alles klar. Wow. Hoppala. Ach nein. Ich bin da runtergefallen. Oh, was haben wir hier gefunden? Ein Heiltonikum. Stellt 50% Lebenspunkte wieder her. Okay. Ich würde aber gern hier... Ah, perfekt. Und was kann das das Glühwürmchen außer leuchten? Na nur, was tragen denn diese Äste? Seltsame Zauber von kleinen Händen gemacht? Wusstet ihr es nicht? Das sind Wünsche. Wünsche des Lichts in dunkler Nacht. Der Goldgelbe führt zu noch größerer Pracht. Aha. Wünsche sind köstlich. Los, greift zu. Warte, bis ich über diese Nacht Vater hab kundgemacht. Ja. Und wo kann ich jetzt hier den Wunsch dingern? Auf 1? Nein. Oh. Ah. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich gerade mache. Egal. Oh, das sind Früchte. Ah, vielleicht... Ah, eh. Jenseits des Baumes, unser Weg muss liegen. Das können wir dorthin nicht fliegen. Hm. Na, scheiße. Gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar wie Kristall. Herr Glühwürmchen entflammt das Gesäß. Aber wir kennen uns doch kaum. Nun mach, dann werden wir schauen.
Wo die drei Zepter Schatten hinterlassen, müssen die Symbole zusammenpassen. Aha. Ich verstehe. Herr Glühwürm, wir können weitergehen. Wer lässt nur eine Tür hier stehen? Tja, gute Frage. Wer sie wohl war, das frage ich mich. Nimm dieses holde Schwert an dich. Wer hat gesprochen? Etwa ein Geist? Die Dame des Waldes hier verkehrt. Aurora, nimm Mathildes Schwert. Ah, erinnert irgendwie an King Arthur, die Szene. Ja, es glänzt und ist zu leicht, man spürt es kaum. Lauft, sonst wird uns dieses Biest verhauen. Zum Glück für euch ein Schwert in diesem Traum. Die Zeitleiste zeigt, wer als nächstes handelt. Aha. Okay. Ah, hier kann ich auch Tränke und fliehen. Okay. Verteidigen. Hieb. Okay, ich verstehe. Hey, du Sau, ich hab dich besiegt. Okay. Und weiter geht's. Oh Vater, wann sind wir endlich da? Was ist dein Vater, Aurora? Ich bin seine Tochter, ist doch klar. Rechts zum alten Kloster. Oh, jetzt müssen wir schon wieder fighten. Okay. Kann der eigentlich hier auch was? Ah, ich kann die so verlangsamen. Okay. Ah, das ist aber toll. Schön. Perfekt. Oh, ich bin Stufe 2. Okay, schön. Wähle eine neue Fertigkeit für Aurora. Aha. Gibt's da... Hä? Ach so. Also das habe ich schon und das auch. Erhöht die maximale... Okay. Ein mächtiger Lichtangriff mit einer Chance von 10% die anvisierte Dunkelkreatur sofort zu töten. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. Aha. Ich nehme einfach mal das hier. So. Überraschungsschlag, Angriff von hinten. Nein. Hereingelegt. Okay. Dann hauen wir den mal. Also ich kann den hier eigentlich auch verlangsamen. Oder er ist einfach so tot. Ich bin der König der Welt. Was haben wir hier? Schon wieder ein Helltonikum. Das ist ja schön. Ah, ich kann die auch so blenden und kann vorbei. Okay. Aber ich will den bekämpfen. Oh, jetzt sind schon zwei Viecher da. Dann werden wir den mal blenden und in die Fresse hauen. Ausgewichen, der Fug. Okay, ich verstehe.
sammelst keine Kraft, du Sau. So, der wäre dann mal hinüber. Aua. Warum habe ich meine Krone verloren? Perfekt. Ja, Stufenanstieg. Jetzt könnten wir ja genau. Erhöht die Stärke dauerhaft um 2, das hört sich doch gut an. So. Ah. Hallo. Ich will aber mit dir kämpfen. Ich werde mal den hier blenden. Pow. Okay, ich mache schon etwas mehr Schaden. Gut gemacht. Ah, das Zeugs können wir immer wieder einsammeln. Ich würde mal sagen, hierauf. Piu piu. Achso, ja. Okay, okay. Ich nehme das einfach mal provisorisch mit. Ah, ja. War ja nicht mal so blöd. Und wenn ich jetzt hier wieder zurück rauf springe. Ah, ja. Kämpf mit mir. Ich werde jetzt mal wieder den blenden. So und so und perfekt. Ist die Sau hier. Achso, der ist schon tot. Ah, er hat's. Na, egal. Ich hab mal das Zeugs hier. Verteidigung unterstützt. Ah, schützt vor Unterbrechung, so. Okay. Trotzdem hau ich den einfach mal eine vor den Latz. Und er ist tot und ich hab schon wieder eine Stufe. Okay. Oh, ein Heldhonig kommt schon wieder. Reduziert den Schaden durch Angriffe um 60% und erhöht die nächsten Runde des Themas. Okay. Was kann das? Ah, der Lichtstrahl. Und hier. Ein Lichtblitz gegen eine einzelne dunkle Kreatur. Licht ist. Ich nehme jetzt einfach mal das. Ja, egal. Werden wir dann alles noch sehen? Nehme ich mal an. Wir sind schon in Kapitel 2. Hilf mir, Aurora. Ja, ich helfe dir. Aber in der nächsten Folge, das war's nämlich jetzt mit der ersten Folge von A Child of Light. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo oder auch einen Like oder beides freuen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Und bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.